Voilà! Was für eine gute Stimmung, hey! So schön, dürfen da sein und über Kingdom Culture zu reden. Ich freue mich riesig. Ein Thema, das ein Herzensthema ist von mir, wie so viele. Wie können wir das Königreich von Gott in unser Leben hineintragen, in unsere Familie hineintragen, in unsere Kirche hineintragen? Hey! Wer wünscht sich das nicht, das Königreich Gottes zu leben und zu erleben? Ich glaube, das ist so ein Grundauftrag für uns Christen auf dieser Erde, wo Gott uns befähigt hat, durch seinen Geist, das zu leben und zu erleben. Und da werden wir heute ein bisschen genauer hineinschauen, weil Jesus hat ganz viel über das Reich geredet und ich bin in die Bibel gegangen, schauen, was sagt die Bibel alles über die Königreichskultur. Und lass uns das heute zusammen so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und wichtig ist mir natürlich, ist das so ein riesiges Thema, wir werden das nie können in einer halben Stunde vollumfänglich anschauen. Wir schauen so ein paar Facetten an von dem Königreich von Gott und was das ganz praktisch für unser Leben könnte heissen, wie wir das können erleben und leben. Am Anfang ist es, glaube ich, wichtig, dass wir so ein bisschen eine Definition, also eine Begriffserklärung machen. Was bedeutet denn das, Kultur zu leben? Und Kultur, das ist für mich etwas anderes als eine Strategie. Eine Kultur hat viel mehr ist viel mehr zu vergleichen wie mit einer DNA. Also eine Person kannst du anders anlegen, dann sieht sie anders aus. Aber wegen dem hast du noch nicht ihre Persönlichkeit oder ihren Charakter verändert, ihre DNA sowieso nicht. Und so ist es, glaube ich, auch mit Kultur, mit Königreichskultur. Man kann eine Kirche ummodeln, man kann kann von außen perfekt aussehen, aber entscheidend ist, wie sie in unserem Herzen aussieht, was für eine Kultur wir leben wollen und prägen. Und nicht, ob es einfach von außen ein bisschen anders aussieht. Und Kultur zu verändern, ist etwas sehr Schweres. Also das machst du nicht einfach von heute auf morgen, aber es ist möglich. Jesus hat das mehr vorgelebt als jeder andere vorher. Er ist in die römische Kultur hineingeboren worden und er hat zusammen mit 12 und noch mehr Menschen die ganze damalige Welt auf den Kopf gestellt. Er hat die Kultur verändert, so krass, dass sogar die Zeitrechnung wieder bei Null angefangen hat und man einteilt vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Also wenn wir herausfinden wollen, wie man Kultur verändern kann, wie man Gesellschaft positiv verändern kann, glaube ich, dann müssen wir auf Jesus schauen. Es gibt so den bekannten Satz, Culture eats strategy for breakfast. Breakfast, wie auch immer. Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Und das meint genau, das ist so ein Leadership-Slogan. Wenn du Strategie hast, kann das dich bis zu einem gewissen Punkt führen. Kannst du erfolgreich sein. Aber wenn es dir nicht gelingt, eine Kultur zu prägen in deinem Geschäft, in deinem Umfeld, an deiner Schule, wo auch immer du bist, oder zu verändern, wird die Strategie früher oder später scheitern. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir lernen, die Königreichskultur in unsere Familie, in unser Umfeld, in unsere Gesellschaft hineinzutragen. Yes, lass uns also auf die Spuren machen. Auf die Spuren von Gottes Königreich. Und dann habe ich dir zuerst so drei, eben wie gesagt, nicht abschliessend, einfach so drei Facetten, wo wir zusammen anschauen wollen, wie das Königreich so ein bisschen aussieht und schmeckt, wie sich das vielleicht könnte anfühlen. Und wenn wir das anschauen wollen, dann sehen wir, Jesus hat so viel über das Königreich geredet, aber nicht nur Jesus, sondern auch seine Apostel. Der erste Gedanke ist, von innen und nicht von außen. Das Königreich von Gott kommt von innen und nicht von außen. Die Pharisäer haben Jesus gefragt, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Uff. Jesus war mutig. Meine, er ist in ihrer Mitte gestanden und er sagt das. Also Gottes Königreich kommt nicht von innen oder von außen, sondern von innen raus. Durch Jesus Christus, durch seinen Geist, durch das Wunderwerk von der Neuschaffung von unserem Geist, lebt die Königreichskultur auch in uns innen. Johannes 3,3 lesen wir, Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ich frage dich, hast du die Neugeburt von deinem Geist erlebt? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, Jesus zu bitten, dass er das tut in dir. Da brauchst du keinen Pastor, da brauchst du nicht irgendwie spezielle Leute, das darfst du aus deinem Herz raus, darfst du Gott bitten, komm in mein Leben und mach die Neuschaffung von meinem Geist. Ich will dir, Jesus, nachfolgen. Ich lasse meine eigenen Pläne und Ziele los und ich folge dir nach. Die Pharisäer haben das Reich von Gott gesucht in der Ferne. Dabei war es mitten unter ihnen. Und wie oft suchen wir das Gute irgendwo in der Ferne? Anstatt dass wir in uns hineinschauen, vor unsere Füße schauen oder zu unserem Nachbarn schauen. Und dort das Gute erkennen. 1. Korinther 15,50 lesen wir, eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, was für ein Reich baust du? Wie sieht dein Haus aus, das du baust? Ist es ein vergängliches Haus? Oder sagst du, ich setze in erster Linie meine Energie rein, um so ein unvergängliches Haus zu bauen? Ein geistliches Haus zu bauen? Eine Kultur zu prägen und zu verändern? Gottes Königreich ist nicht in erster Linie ein physisches Königreich, sondern ein geistliches Königreich. Ja, ich habe gedacht, das kann nicht in der Schweiz sein, da mit Suva-konform und so, mit dem auf dem Dach. Das ist ein bisschen heikel. Tun da immer sicher, wenn ihr so auf Dach ruht. Gell, Jan? Du hast letztes Jahr auch von dem Predigt. Hast du immer mal. Genau, ein Schreiner, Entschuldigung. Uff. Oh, das ist dünnes Eis. Schreiner. Genau. Es kommt von innen und manifestiert sich im Aussen. Logisch ist das Königreich auch sichtbar im Aussen, aber in erster Linie kommt es von innen. Der nächste Gedanke, nicht durch uns, sondern durch ihn. Lass uns lesen, Markus 4. Dort macht Jesus ein Gleichnis, er hat viel so Gleichnis gemacht. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Und ich glaube, wir können das Reich Gottes nicht machen. Wir können es nicht aus uns heraus produzieren. Sondern Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Gott ist der die Frucht schenkt. Und das ist so wichtig, dass man das versteht, dass man nicht in einen frommen Aktivismus hineingeraten und das Gefühl haben, dass wir etwas aus uns heraus tun können. Durch ihn und nicht durch uns. Und für mich so ein krasses Beispiel ist jetzt die Finanzsituation in unserer Church. Wie wir einfach bis jetzt jeden Monat unser Budget haben können erfüllen. Und das ist nicht etwas, was wir machen können. Wir haben logisch unser Bestes gegeben. Wir haben, jeder von uns hat versucht, sich einzuklinken und zu schauen, dass das möglich ist oder möglich wird.
Aber schlussendlich sind Wunder passiert, wo wir uns nicht erklären können, wie Gott es einfach gemacht hat. Wir sind vor 6 Monaten wirklich an dem Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, hey, wir wissen nicht, wie es genau weitergeht. Und jetzt hat Gott so ein riesiges Wunder gemacht. Und vielleicht bist du auch ein Teil gewesen von diesem Wunder. Ist das nicht grossartig? Nicht durch uns, sondern durch ihn, in uns. Das ist der entscheidende Punkt. Gott will dich und mich brauchen. Wir können säen, wir können pflegen, wir können kultivieren. Das können wir als Bauern. Also ich bin der gelernte Bauer, darum kann ich das so sagen. Das können wir. Wir können auch ernten, aber Wachstum, das kann nur Gott schenken. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. So entscheidender Punkt. Der nächste, das Kostbarste, was es gibt. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Haben wir für uns den Wert von dem Königreich erkannt? Sind wir bereit, alles andere loszulassen? Zum sagen, und ich will das, den Schatz will ich für mich entdecken. Ich will mein Leben für das investieren. Oder sind wir vielleicht dort, wo wir sagen, ja, das sieht schon noch gut aus, aber gerade alles loslassen, ja, fangen wir mal mit ein bisschen an. Und ich glaube, das ist okay, das gibt es manchmal. Aber ich glaube, je mehr uns bewusst wird, wie gross der Schatz ist, den wir haben in Jesus, desto einfacher fällt es uns, das andere loszulassen. Weil wir erkennen, dass es nichts Besseres gibt als Jesus, dass es nichts Besseres gibt als sein Königreich und in dem hinein zu leben, zu schnaufen, zu sein, zu arbeiten, zu lieben, was auch immer. Es gibt nichts Besseres. Jetzt haben wir die 3 Sachen angeschaut, wo so ein bisschen das Königreich, wie das schmeckt, wie das aussieht. Und jetzt möchte ich mit euch 9 Punkte anschauen, bevor wir dann nachher noch in den Tag hineingehen mit dem Nathanael. Wie wir das Königreich kultivieren können, was wir da in der Bibel so findet. Wie dann eben die Saat oder die Pflege von diesen Kulturen könnte aussehen oder die Ernte. Genau. Weil es, in der Bibel sehen wir eine riesige Verheißung auf dem, wenn wir zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Das heisst in Matthäus 6, 33, dann wird Gott für alles andere schauen. Und mir ist es so ein Stress, alles andere zu managen, dass ich sage, viel lieber Jesus, ich möchte einfach auf dich schauen und schau auf den Rest. Kümmere dich auch um all die Sachen, wo ich nicht fähig bin. Genau. Also der erste von diesen 9. Und dann 9 und 3, dann sind wir bei 12, oder? 12 Jünger. Uff, wow. Reiner Zufall gewesen. Kultur von der Freisetzung und Heilung. Jesus sagt, wenn ich die Dämonen aber nun mit Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist etwas, was für mich die Reich Gottes Kultur ausmacht. Die Kultur von Freisetzung und Heilung. Dort, wo Menschen verändert werden durch die Kraft Gottes. Und lass uns nicht müde werden, für Menschen zu beten, die krank sind an Leib, Seele und Geist. Lass uns nicht müde werden, zu glauben, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Auch noch im 21. Jahrhundert, da im Churer Rheintal, kann Gott noch Wunder tun. Oder wo auch immer du bist, all over the world, Germany, wie auch immer. Die hören doch das nicht, die verstehen uns doch nicht. Falsch! Ah, super. Schön sind ihr da. Love to Germany. Genau. Lass uns nie müde werden, einen Hunger zu haben nach dem übernatürlichen Wirken, dass Menschen befreit und freigesetzt werden durch Gottes Geist.
Nächste, Kultur von der Grosszügigkeit. Und das meint nicht nur eine finanzielle Grosszügigkeit. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Grosszügigkeit leben können. Psalm 37, 21, da geht es jetzt zwar um Geld, dort steht, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, grosszügig und gibt. Und Gott ist die Grosszügigkeit in Person. Er hat sein alles gegeben, sein Bestes gegeben, seinen einzigen Sohn gegeben, damit wir das Leben haben in dieser Freiheit, damit wir einen Sinn, eine Zukunft und eine Perspektive haben. Und in der Bibel lesen wir so viel über Geld und über Grosszügigkeit. Und Jesus sagt, hey, ich kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Markus 10, 23 teacht Jesus seine Jünger und sagt ihnen, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an. So. Petrus, Johannes, Matthäus, wie sie alle geheissen haben. Und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Und ich glaube, Grosszügigkeit ist die beste Geizprophylaxe. Dort, wo wir grosszügig sind, dort wird der Geiz kleiner in unserem Herzen, das glaube ich. Ich versuche das so zu leben, dass ich, wenn ich merke, dass ich, dass so Besitzansprüche in mir raufkommen, das kennst du vielleicht nicht, ich kenne das, dann gebe ich gerade extra weg. Ich glaube wirklich, das ist etwas Göttliches im Reich Gottes. Und oftmals ist es eine Entscheidung, zu sagen, und ich will grosszügig sein mit meiner Zeit. Und ich lade dich immer wieder auch dein Herz zu prüfen. An was hängt mein Herz? Und wenn du merkst, es ist nicht Gott, dann lade ich dich ein, fang an, grosszügig das wegzugeben, wo du siehst, dass dein Herz mehr dran hängt als an Gott. Fang an, loszulassen. Kultur von Buß und Umkehr. Markus 1, 15 lesen wir. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Satz, der uns manchmal so viel kostet. Kennst du das? Der eine kommt es ein bisschen leichter über die Lippen, der andere nicht. Aber ich finde es spannend, dass sogar bei kleinen Kindern sich zu entschuldigen manchmal so riesige innere Hürden aufbaut, dass sie das fast nicht übers Herz bringen. Dabei ist das ein Weg, der zum Leben führt. Das ist der Weg von der Vergebung. Das ist der Weg, der zum Leben führt, der in die Zukunft führt. Die Wahrheit macht frei, heisst es. Wenn wir erkennen, dass wir auf falschen Wegen laufen, macht uns das frei. Und wenn wir nachher Buße tun und umkehren und Vergebung bitten, führt uns das wieder zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Kultur von der Heiligung. In Markus 9, 47, Achtung, Bergpredigt, sagt Jesus, und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst. Jesus ist in dem Sinne oftmals sehr straight. Und ich glaube nicht, dass es bei diesem Vers um Selbstzerstümmelung geht. Wirklich nicht. Sondern ich glaube, Jesus geht es darum, dass wir erkennen, was für eine zerstörerische Kraft Sünde in unserem Leben kann haben. Dass dort, wo wir uns entscheiden, nicht in dem Sinne zu laufen, was Gott als Rahmen definiert hat, was gut für uns ist, dass es dort unser Leben zerstört. Und ich verstehe den Vers für mich als einen Akt von der Heiligung. Dass Jesus mich rütteln und sagen, hey, es ist nicht easy, wie du mit Sünde umgehst in deinem Leben. Fang es nicht an zu tolerieren oder zu akzeptieren.
Es gibt einen Spruch, der heisst, was du tolerierst, das kultivierst du. Also dort, wo wir anfangen, die Sachen einfach zu tolerieren, dort fangen wir an, etwas auch eine Kultur zu schaffen in unserem Leben. Lass uns in diesen Punkten aktiv werden und etwas dagegen unternehmen. Und wenn es nur ist, dass wir schreien, Gott, hilf mir. Vielleicht kannst du nicht mehr machen als das. Und es gibt die Situationen, wo wir nicht mehr machen können. Und vielleicht gar nichts mehr machen können. Gott, hilf mir aus dem raus. Ich schaffe es nicht. Und ich will dich ermutigen, leg deinen Fokus nicht auf Sünde in deinem Leben, sondern ich lege meinen Fokus, oder ich versuche meinen Fokus mehr auf den Umgang mit der Sünde zu legen. Weil für die Sünde hat Jesus gezahlt. Das ist schon gezahlt, das ist erledigen. Wir müssen nicht immer auf das schauen, was wir versagen. Das führt nur dazu, dass wir uns schlecht fühlen und minderwertig werden. Bist dort grosszügig mit dir selber und sag, ja, ich habe versagt, aber Gott hat mir vergeben und ich bin sein Kind, sein Sohn, seine Tochter, ich bin frei. Schau nicht auf die Sünde, sondern schau darauf, wie du mit der Sünde umgehst. Die Kultur vom Dienen. Markus 9,35, Jesus sagt, da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. So, der Punkt habe ich ein bisschen geklaut von dir, Küsse. Gell? Du hattest eigentlich noch als Nugget letzten Sonntag gehabt. Jetzt habe ich gedacht, bringe ich ihn heute. Ich glaube, heute sind wir mega schnell drin, uns zu sehen mit unserer Krone. Wir sind Kind Gottes, wir regieren. Das ist eine Wahrheit. Aber eine andere Wahrheit ist auch, wir machen uns zu den Geringsten und zu den Dienern von allen. Wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück zugunsten von einer Gemeinschaft oder von einer anderen Person. Sind wir noch bereit dazu, einander die Füße zu waschen? Achtung! Ah! Uff! Sind die Füße von meiner Frau? Nein! Natürlich nicht. Sind wir bereit, einander noch die Füße zu waschen, auch wenn es vielleicht nicht so angenehm ist? Sind wir bereit, dort hineinzugehen, wo Jesus hineingegangen ist? Er hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Und er hat mit diesen Leuten Gemeinschaft gehabt, die sonst niemand Gemeinschaft wollte haben. Kultur vom Dienen. Das nächste ist die Kultur von der Zukunft und von der Hoffnung. Weiter sagte Jesus, bis Johannes der Täufer kam, waren das Gesetz von Mose und die Lehren der Propheten die Maßstäbe für alles Handeln. Seit seinem Auftreten wird die rettende Botschaft von Gottes Reich verkündet und alle wollen unbedingt hinein. Der Luther übersetzt irgendwie, wir versuchen mit aller Gewalt dort hineinzukommen, weil das so attraktiv ist. Du musst dir vorstellen, für die Juden damals, die Botschaft von dieser Versöhnung, von dem nicht mehr durchs Gesetz müssen gerecht zu werden, sondern einfach durch eine Person, durch Jesus Christus, das ist Erlösung. Das ist Erlösung pur. Und zu wissen, hey, in Jesus und durch Jesus habe ich immer Zukunft, habe ich immer Hoffnung. Egal wie dunkel das es um mich herum sein mag. Ich habe eine Perspektive, die sogar über das Leben auf dieser Erde rausgeht. Und ich habe eine Hoffnung, die über das Leben auf dieser Erde rausgeht. Das ist etwas Unbezahlbares, etwas Wunderschönes. Das ist etwas, wo man das ganze Leben darüber nachdenken und erzählen, über die Hoffnung, über die Zukunft. Und darum möchte ich uns ermutigen als Christen, lass uns kein Schwarzmaler sein, sondern Hoffnungsbringer. Lass uns Hoffnungsbringer sein. Kultur von der Kindschaft. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen.
was zeichnet Kind aus? Meiner Meinung nach ist es ganz viel. Ein paar Sachen sind zum Beispiel ihre Authentizität. Sie sind einfach echt, sie sind real. Und das ist etwas Wunderschönes. Ihre Freude, man sagt, Kinder lachen etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene vielleicht noch um die 20 Mal. Ihre Freude, ihr Glauben. Meine Kids haben so einen unglaublichen Glauben. Wenn irgendein Problem kommt, sagen sie mir, ja komm, wir beten. Ja, wieso nicht? Ihre Bereitschaft zu vergeben. Ihre Loyalität. Ihr Vertrauen. Ich habe noch nie erlebt, Kinder, die sich Zukunftssorgen machen, also wirklich kleine Kinder. Ihr Leben im Jetzt. Sich keine Sorgen machen und so weiter. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn wir uns fragen, haben wir das Kindliche noch in uns? Sehen wir die Welt auch noch ein bisschen wie Kind oder sind wir nur noch, sehen wir es nur noch rational und erwachsen und lebt das Kind in uns noch? Finden wir das noch? Die Kultur von der Fokussierung. Lukas 9, 62. Stimmt das? Oh, krass, der Lukas 9 ist lang. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Und ich habe dir das Bild mitgebracht von so einem Pflug, wie das ungefähr aussieht damals. Und ich glaube, Gott lässt uns ein, aufs Wesentliche zu schauen, führen zu schauen. Vertrauen, dass er es gut meint, dass er einen guten Plan, gute Gedanken für unser Leben hat. Nicht immer zu denken, was man noch könnte. Ich habe vor, meine letzte Message war über FOMO. Wer weiß, was FOMO ist? Yes. Die Angst, etwas können zu verpassen. Was ist, wenn ich jetzt alles für den Jesus hingib, also dann verpasse ich doch das Leben. Das sind Lügen, die uns der Feind einreden will. Nicht immer das Gefühl, ich bin am falschen Ort. Was müsste ich noch alles, was könnte ich noch alles? Das Vertrauen, dass Gott mich gesetzt hat, dass er zu mir reden kann, dass ich seine Stimme hören kann und dass ich das kann tun mit Herz und Hingabe, wo Gott mir vor die Füße gelegt hat. Kultur von der Gerechtigkeit, Friede und Freude. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essen und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das ist so für mich ein zusammenfassender Vers, wo das Reich Gottes so auf den Punkt bringt. Jagt der Gerechtigkeit nach, bis ein Friedensstifter. Und freu dich an dem, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Nathanael. Ich habe mir überlegt, es wäre mega cool, jemanden zu fragen, mit ihm noch zwei, drei Fragen zu teilen, wie denn das ganz praktisch jemand lebt, das Reich Gottes in seinem Umfeld versuchen zu leben, zu kultivieren. Und da ist mir der Nathanael in den Sinn gekommen. Komm doch zu mir auf die Bühne. Tobias bringt uns zwei Stühle, ich hole dir das Mikrofon. Yes, geben wir ihm einen Applaus. So schön bist du da. Danke. Hast du dich einladen lassen, um mit uns ein bisschen zu teilen? Ich hatte die Wahl gehabt, darum. Du hast die Wahl gehabt, gell? Genau. Der Nathanael, er ist älter, als er aussieht. Jünger als er ausgesehen. Wenn wir abstimmen. Sie wissen nicht, wie alt du bist. Du bist Geschäftsmann mit einem Partner zusammen. Du hast eine Dienstleistungsfirma mit etwa 15 Angestellten. Gell? Und erzähl doch ein bisschen, wie lebst du das, dass die Kingdom Culture, ich finde, du hast mir schon so viel Inspirierendes von dem erzählt, von deiner Firma. Erzähl uns doch, nimm uns doch ein bisschen mit rein. Okay.
Also als erstes habe ich gesehen, dass die Mitarbeiter da, da vor Ort sind. Darum muss ich ein bisschen abändern, was ich sagen wollte. Nein. Grundsätzlich vorausschicken. Also Mitarbeiter von dir. Grundsätzlich vorausschicken ist, dass vieles, was ich jetzt sage, leben wir schon, ist schon im Fleisch und Blut übergegangen. Aber oft etwas, was noch dabei ist, ist, dass wir es uns selber immer wieder predigen müssen. Dass es einfach so ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht und dann auch verhebt im Alltag. Wo soll ich anfangen? Wir probieren eigentlich in ganz kleinen Sachen möglichst treu zu sein. Kann man mal so als Floskel nehmen. Das fängt an, indem wir die Hoffnung haben, dass bei Mitarbeitern, die wir neu einstellen, dass das Optimum an Mitarbeitern an uns herangetragen wird. Man hat jetzt wieder so eine Situation, wo ein Mitarbeiter geht. Und wir dann einfach die Hoffnung haben, nicht um den Mitarbeiter schlecht zu machen, sondern einfach die Erwartung an den nächsten Mitarbeiter, Gott schenkt uns einfach nochmal einen Mitarbeiter, der noch besser passt, der uns noch weiter Fürsche bringt. Im Alltag, wenn wir das einfach dann auch mit Ehrlichkeit, mit ganz einfachen Mitteln leben. Sei das Kontakt mit Kunden, wo ich auch einfach unsere Mitarbeiter immer wieder ermutige. Wir haben das Wort dienen, Dienstleistungen in unserem Firmennamen drin, dass wir eine dienende Haltung haben. Das hat ganz am Anfang von der Firmengeschichte haben wir das uns mal auf die Fahne geschrieben. Und jetzt auch dieses Jahr einmal mehr wieder unseren Mitarbeitern gesagt, hey, wir wollen eine dienende Haltung haben, wenn wir bei unserer Arbeit irgendwo in einer Liegenschaft, wo wir sind, angetroffen werden, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir auf ihre Probleme eingehen können. Ja, dass wir eine Hand bieten, eine dienende Hand bieten, um sie abholen, dort, wo sie in dem Moment gerade stehen. Hast du in dem Sinne auch schon dann so spezielle Erlebnisse gemacht, dass Leute irgendwie gefunden haben, was läuft mit euch oder was? So, dass, wo das irgendwie ist spontan, gell? Ich weiss nicht, vielleicht kommt da gerade etwas in den Sinn. Also als erstes kommt es mir in den Sinn, dann wiederum mit der Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter, den wir hatten, der nach irgendwie ein paar Wochen gekommen ist und uns, so, also mein Geschäftspartner und mich, so schräg angeschaut hat und gesagt hat, was ist mit euch? Was läuft mit euch falsch? Ich höre euch nie fluchen, ich höre euch nicht, ich weiss nicht, wie aufregend. Klar, es gibt auch Momente, wo man mal ein bisschen klar muss reden. Und dann, wo dann einfach so ein bisschen suspekt war, wieso sind die so, wie sie sind. Oder auch auf, eben wieder auf Liegenschaften bezogen, Mieter oder so, die kommen, oder Kunden, die auf uns zukommen, zuerst in einer Furie, riesen Stress oder Wut rum ist. Wo ich dann einfach immer wieder merke, wenn unsere Leute sich darauf besinnen, dass wir der Dienstleister sind, dass man dann einfach mit einer Haltung entgegentritt, wo das Gegenüber einfach schon mal drei Stufen Stress oben runterkommt. Ja. Sich da dann, dass man wieder auf eine Gesprächsebene kommt, auf eine Augenebene. Ja. Was ein gutes Miteinander gibt. Etwas, was mir auch in Sinn kommt, du hast mir schon ein bisschen so von euren Bewerbungsverfahren erzählt. Und die sind jetzt, glaube ich, auch nicht so 0815. Wir versuchen dort so ein bisschen eure Kingdom Culture reinzubringen. Ja, unser Bewerbungsverfahren, das ist das Beste, was es gibt. Ich muss Stand jetzt sagen, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter, der über so ein klassisches, einfaches Bewerbungsverfahren eingestellt worden ist. Und wir sind, abgesehen von der Geschäftsleitung, sind wir 13, haben 13 Angestellte. Und das ist nicht, weil wir irgendwie zu faul sind, um den Bewerbungsprozess zu machen, sondern weil wir einfach an einem Punkt haben müssen sagen, wir wollen unser Vertrauen dort auf Gott setzen. Und an uns sind in letzter Zeit einfach immer alle Mitarbeiter an uns herangetragen worden. Sei das irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, ich kenne dort noch den oder den. Leute, die sogar schon einfach ins Büro reingelaufen sind. Bei uns hat nicht jeder einen Platz, aber jeder, der gut ist, sage ich. Wir haben genug Arbeit für jeden, der gut ist. Und diese Chance hat eigentlich dann gleich wiederum jeder, dass er, dass er sich beweist oder einfach reinbringt, so wie er ist. Und wir schauen, was wir daraus machen können. Ja, und auch jetzt wieder, der Mitarbeiter, der jetzt geht, haben wir schon wieder eine Lösung, wo mein Geschäftspartner so beim Arbeiten hat er einfach kurz so ein Stossgebet. Herr, heute wäre es schön,
wenn sich jemand bewerben würde, der interessant ist. Und irgendwie eine Stunde später läuft zu ihm eine Frau oder eine Kollegin von dem Mitarbeiter, den wir jetzt werden einstellen werden, oder jetzt gerade eingestellt haben, auf den Oktober her. Genau. Ja, das ist crazy. So cool. Was mich auch mega beeindruckt, du hast gleich nicht, also weißt, man merkt, ihr seid nicht einfach auf Gewinn oder Profit aus, sondern ihr seht mega auch einfach die Menschen und habt auch ein Stück weit, denke ich, dass ihr euch auch sozial engagiert, vielleicht Leute auch Chance geben, ja, wo vielleicht auf dem normalen Arbeitsmarkt eher schwierig ist oder I don't know, einfach erzähl doch ein bisschen, wie kommt es zu dem, wie macht ihr das, was ist das eure Philosophie? Mhm. Zusammengefasst, wir haben aktuell auf die 15 Mitarbeiter, die wir sind, haben wir 3 Lernende, 2 Hilfsarbeiter, einen IV-gestützt, den anderen einen Asylant. Also wir haben wirklich einen Teil von Mitarbeitern, wo jetzt auch nicht einfach gerade 100% Hauswart ist oder andere Tätigkeit einnimmt, sondern auch ja, Unterstützung braucht. Auch die sind wiederum alle an uns angetragen worden. Wir sind da nicht irgendwie, weiss ich, wie suchen, die Fühler ausstrecken, sondern ja, vom einen hat mal jemand angerufen und gesagt, ich kenne jemanden, der hat es mega schlecht an dem Ort, wo er ist. Und der will jetzt dann gleich die Lehre abbrechen. Und dann musste ich sagen, ja nein, so schade, das ist so eine coole Lehre. Bei uns hat er so gute Voraussetzungen, bring ihn mal zu uns. Und dann eine Woche später hat er bei uns die Lehre gerade unvermittelt weiterführen können. Und das ist dann jetzt auch zu sehen, klar, der braucht auch Unterstützung, aber zu sehen, der Mitarbeiter oder der Lernende, der macht seine Schritte, der fängt wieder an Freude zu fassen am Job. Das ist ein Riesengeschenk. Also das ist auch wirklich ein Stück weit eine Befriedigung oder ja, Erfüllung, die einem da entgegenkommt. Bei dem, was wir täglich tun. So schön. Hey, gibt es sonst noch etwas, was du einfach noch auf dem Herzen hast, was du uns noch sagen willst? Etwas, was dir wichtig ist? So ein bisschen Statement. Zu den Kulturen, die da sind, es braucht einfach auch mega viel, um die immer wieder zu pflegen. Eben so das Dienen, das haben wir von Anfang an auf die Fahne geschrieben, das hat sich jetzt ein bisschen durchgezogen. Wir probieren auch immer wieder, ja, die verschiedenen, lustigerweise relativ viel von diesen Kulturen, ja, danke vielmals, von der Grosszügigkeit, Dienen ist bei uns vor allem auch drin, Zukunft, Hoffnung zu haben. Und dort, gerade die Zukunft Hoffnung ist vielleicht das, was ich am liebsten jetzt gerade in dieser Phase habe. Bring it on. Wir haben es ein bisschen streng, ein bisschen sehr viel zu tun, eben ein bisschen Unsicherheiten vom Team. Und dort einfach auch immer wieder die Hoffnung darauf zu setzen, dass es gut kommt. Das eine sind so Bestätigungen, wie eben, dass Mitarbeiter kommen. Oder auch, ich habe das Wunderbüchli von meiner Frau gestohlen. Sie schreibt für mich am auf, was bei uns passiert. So gut. Du hast nämlich in deinen Notizen hast du deine Frau speziell erwähnt, genau. Als Stütze und Säule von eurer Firma. Sie ist fantastisch. Genau. Ich gehe jetzt hier aufs Wunderbüchli, wo auch einfach immer wieder, wo wir festhalten können, wo wir Hoffnung haben, irgendwie eine Stunde, zwei später hat einer angerufen, oh, ich brauche eine neue Firma, die mir den Auftrag macht, können gerade anfangen. Einfach immer wieder so, wenn es dann wieder aufs Kindliche zurückgeht, kindliche Hoffnung haben. Ja, das ist so das, was uns wieder dreht, wenn wir so den Fokus verlieren. Dreht uns das immer wieder, dass wir kindliche Hoffnung haben und dann meistens auch, früher oder später, kommt dann wieder eine Bestätigung. So cool. Hey, würdest du noch mit uns beten und uns einfach segnen, Nathanael? Vielleicht merkst du einen von diesen Punkten, willst du einen neuen Weg gehen und merkst, willst du dich ermutigen, inspirieren lassen von Gott, willst du eine Kulturveränderung in deinem Leben hervorrufen, dann lade ich dich ein, einfach dein Herz Gott herzuheben und lass uns noch zusammen beten. Willst du daran anfangen oder soll ich? Soll ich? Gut, dann machst du den Schluss, das ist super. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Und dass du gesagt hast, dein Reich soll kommen, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wir bitten dich, dass du in diese Situationen hineinkommst, wo wir hoffnungslos sind,
wo wir Kulturen in unserem Umfeld, in unserer Familie, am Arbeitsplatz haben, die vielleicht destruktiv sind. Dass du uns Kraft und Vision gibst, neue Kulturen anfangen zu leben und zu prägen. Ich glaube, Kulturveränderung fängt immer an mit mir. Also nicht mit mir. Mit dir, mit uns, mit jedem Einzelnen. Und um das bitte ich dich, Geist Gottes, dass du wirkst, dass du redest und dass du veränderst. Dass wir den Wohlgeruch sein können durch dich, wozu du uns berufen hast. Ja, danke, Vater, für das Privileg, darf ich jetzt hier beten. Das, was ich vorher erzählt habe, ist so aus Unternehmersicht, aber ich sehe so viele Mitarbeiter oder Leute, die angestellt sind, sei das zu Hause in der Familie, sei das in ihren Geschäften, sei das Lernende, sei das Führende. Danke vielmals für die breite Mischung, die wir hier haben, für jeden Einzelnen an dem Punkt, wo er steht. Und ich möchte einfach jeden freisetzen, segnen, dass er einfach eine Kultur mitnehmen in seine Firma, an den Ort, wo er tätig ist, wo einen Unterschied ausmacht. Und Herr, mein Herz brennt, dass wir dürfen durch die Unternehmen querbeet in verschiedenen Bereichen, dass wir einfach dürfen einen Unterschied machen, dass dein Name gross werden darf, dass schlussendlich die Kultur, die zuoberst steht, die Jesus-Kultur ist. Und dass das einfach nur darf unterteilt werden durch den Heiligen Geist, dass das darf freisetzen, dass wir einfach dürfen empfangen, weitergehen und deinen Namen ehren und gross machen. Herr, bist du bei jedem Einzelnen, dass jeder darf etwas mitnehmen. Gang du durch die Reihe, schütt deinen Geist aus, da über jedem Einzelnen. Über diese Region, über diese Arbeitsstellen, über diese Firmen, dass sie dürfen Christen angestellt haben, dass das dürfen Segen sein für jede Firma.